Слава Господу, дорогие братья и сестры. Preis sei dem Herrn, ihr lieben Brüder und Schwestern. Когда в жизни человек встречается с какими-то переживательными ситуациями, wenn ein Mensch im Leben ein besonderes Erlebnis hat, или когда я встречаюсь в своей жизни с чем-то, где мне приходится переживать, oder wenn ich in meinem Leben etwas treffe, was ich durchleben muss, я вспоминаю всегда изречение одного человека. Dann erinnere ich mich immer an den Ausdruck eines Menschen. Это наш брат. Das ist unser Bruder. И как-то мы с ним беседовали. Und eins haben wir mit ihm gesprochen. И он мне сказал на мой вопрос. Und hat mir auf meine Frage geantwortet. Мне очень было интересно его развитие духовное в Господе. Und mir war es interessant, wie entwickelt sich in der Erkenntnis des Herrn. Я говорю, как же ты вот так вот развиваешься? Und ich habe ihn gefragt, wie entwickelst du dich denn? Он говорит, знаешь, Саша. Und sagt mir, weißt du, Alex, в любой ситуации нашей жизни надо взирать на Господа. In jeder Situation unseres Lebens müssen wir auf den Herrn schauen. И мы вот сидели где-то на кухне. Und wir saßen in der Küche. И он вот так вот в простоте прям в потолок говорит: на Господа. Und hat so sitzend auf die Decke geschaut und hat gesagt: so auf den Herrn schauend. А если будешь смотреть по сторонам на людей, wenn du aber auf die Seite schauen wirst und auf die Menschen schaust, собьют. Dann wird man dich runterschlagen. И вот знаете, мне оно так стало близко. Und wisst ihr, das ist mir so nah geworden. И когда соприкасаешься с такими ситуациями. Und wenn du solche Erlebnisse anrührst, очень тепло надеяться на того, кто не изменяет. Es ist sehr warm auf den zu hoffen, der sich nie verändert. Наш Господь Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Unser Herr Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. У меня, слава Богу, за это. Und preis sei Gott dafür. У меня сегодня у второго сына день рождения. Ich habe, also mein zweiter Sohn hat heute Geburtstag. И когда я сегодня с утра проснулся, und als ich heute wach wurde, знаете, вот сейчас такие технологии у нас у всех, интернет, хэнди, фотоаппараты, все рядом. Jetzt haben wir solche Technologien, Internet, Handy und Fotoapparat und alles ist so nah dran. И вот хэндик посылает хронологию какого-то дня, ежегодно. Und das Handy sendet dir eine Chronologie von dem Jahr. И я сегодня смотрю, и у этого моего сына же было день рождения и год назад, и два года назад. Dieser Sohn hat doch vor einem Jahr und auch vor zwei Jahren Geburtstag gehabt. Я смотрю, как же все-таки он изменился. Und ich schaue so, wie hat sich doch verändert. И я сразу начал вспоминать, какая же была эта радость, когда он пришел на эту землю. Und ich habe mich erinnert, was für eine große Freude es war, als auf diese Erde gekommen ist. Какая же была эта радость, когда он увидел этот свет? Was war es doch für eine Freude, als dieses Licht, Tageslicht gesehen hat? И почему-то у меня сразу сегодня была ассоциация с Рождеством Иисуса Христа. Und ich hatte heute eine Verbindung mit der Geburt Jesu Christi. То, что мой сын родился, dass mein Sohn geboren ist, это какая-то локальная радость. Es ist so eine lokale Freude. Это я, жена, родственники. Das bin ich, das ist meine Frau, das sind unsere Verwandten. Много друзей поздравляли. Viele Freunde haben auch gratuliert. Но когда родился Иисус Христос, aber als Jesus Christus geboren wurde, это была радость для всех. Das war eine Freude für alle Menschen. Может быть, это не все понимали, но это была радость для всех. Vielleicht haben das nicht alle verstanden, aber das war eine Freude für alle. Я хочу зачитать место Священного Писания, это будет Исайя 9:6. Ich möchte eine Schriftstelle lesen, das wird Jesaja Kapitel 9 Vers 6 sein. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Wenn wir uns hineinversetzen in diese Prophetie und dieses Ereignis hat die Menschheit erwartet. Это было как пункт, это сбудется. Das war wie ein Punkt, dass das vollbracht oder stattfinden wird. И вот представляете, он рождается. Und stellt euch vor, wird geboren. И Мария и Иосиф, они прекрасно знали, кто пришел в этот мир. Und Maria und Josef haben ganz klar verstanden, wer jetzt in diese Welt gekommen ist. И когда они были в этих, ну, скажем так, стесненных обстоятельствах. Und als sie in diesen engen Umständen sich befunden haben. Ну, не так, как сейчас у нас со всеми удобствами. Nicht so, wie wir es heute mit allen Möglichkeiten haben. А где-то в хлеву, в каких-то яслях. Sondern in irgendeinem Stall, in irgendeiner Krippe. Представляете? Stellt euch vor. Я могу себе представить, что их переполняла эта радость. Ich kann mir vorstellen, dass sie diese Freude überfüllt hat. Но если бы они начали бегать по хлеву и всем говорить: вот он, Спаситель. Wenn sie aber durch den Stall laufen würden und sagen würden: hier, das ist der Erretter. Скорее всего, это воспринялось бы странно. Höchstwahrscheinlich würde es sehr komisch wahrgenommen werden. Возможно, много людей бы, ну, не поверили в это. Wahrscheinlich würden viele Menschen daran nicht glauben. Ну какой Спаситель, какой Царь в хлеву? Was für ein Erretter, was für ein König in einem Stall. Но в этот момент об этом позаботилось небо. Aber in diesem Moment hat darum sich der Himmel gekümmert. Людям не надо было свидетельствовать о том, что в мир пришел кто-то особенный. Die Menschen mussten nicht Zeugnis ablegen, dass in diese Welt jemand Besonderes gekommen ist. В это время ангел Господень позаботился об этом. In dieser Zeit hat sich der Engel Gottes darum gekümmert. Er ist gewöhnlichen Hirten erschienen. Среди ночи. Mitten in der Nacht. И ужас объял этих пастухов. Und ein Schrecken hat die Hirten überfüllt. А ангел их успокаивал. Und der Engel hat sie beruhigt. Ангел говорит: я вам возвещаю добрую весть. Und der Engel sprach: ich verkündige euch große Freude. Представляете, само небо заботилось о том, чтобы люди узнали, кто пришел в этот мир. Stellt euch vor, der Himmel selbst hat sich darum gekümmert, um bekannt zu machen, wer in diese Welt gekommen ist. И многочисленное воинство небесное осияло то место. Und ein großes himmlisches Heer hat diese Ortschaft überfüllt. И начали провозглашать. Und sie haben angefangen auszusprechen. Слава Богу вышне. Ehre, Herrlichkeit sei Gott in der Höhe. На земле мир. Auf der Erde Frieden. А в людях благоволение. Und in den Menschen Gottes Wohlgefallen. Слава Иисусу Христу. Preis sei Jesus Christus. Но интересно, на этом не окончилось. Aber interessant ist, daran war es nicht zu Ende. Судя по всему, пастухи это умные люди. Wenn man das Ganze bewertet, dann waren Hirten kluge Menschen. Мало того, что они умные, они были мгновенно употреблены Господом. Sie waren nicht nur klug, sondern sie waren auch sofort in, im Dienst vor dem Herrn. Ну, возможно, многие бы сказали: ну, явилось, хорошо, мы порадуемся. И дальше будем стеречь свои стада. Vielleicht haben, hätten einige gesagt: ja, okay, der Herr ist erschienen, wir freuen uns und jetzt machen wir unser Werk und hüten die Schafe weiter. Но они поступили мудро. Aber sie haben klug gehandelt. Пойдем-ка посмотрим, что там произошло в Вифлееме. Lasst uns mal hingehen und schauen, was ist denn dort in Bethlehem passiert. И вот когда они пришли на то место и зашли к Господу, und als sie an diesen Ort kamen und zu dem Herrn hinzutraten, Бог начал употреблять этих пастухов. Hat Gott angefangen, diese Hirten zu gebrauchen. Как я сказал в начале, если бы Иосиф с Марией,
ну, бегали и провозглашали такое радостное событие. Wie ich am Anfang gesagt habe, wenn Josef und Maria rumgehen würden und über den Erretter verkündigen würden. Возможно, это бы не принялось. Möglich ist es, dass es gar nicht angenommen werden würde von den Menschen. Но здесь пришли абсолютно посторонние люди. Aber hier kamen absolut abseits stehende Menschen. Которые не были заинтересованы в том, чтобы, ну, что-то сказать. Die nicht interessiert waren, etwas zu sagen. Зашли и начали свидетельствовать о Иисусе Христе. Und diese sind gekommen und sie haben angefangen, Zeugnis abzulegen über Jesus Christus. И все, кто были рядом, дивились сказанному. Und alle, die sie umgeben haben, sie haben sich verwundert. Как все-таки интересно, эти пастухи пришли. Wie interessant ist es doch, diese Hirten, sie kamen, удостоверились, засвидетельствовали, haben dieses wirklich betrachtet und haben davon Zeugnis abgelegt. Облеклись радостью, sie wurden von Freude erfüllt и пошли заниматься своим делом. Und danach sind sie hingegangen, haben ihr Werk fortgeführt. Там, где действие Господне, dort, wo das Wirken des Herrn ist, небо само начинает свидетельствовать об этом. Dann fängt der Himmel selbst an, darüber Zeugnis abzulegen. И не остается уже никаких сомнений. Und es bleibt kein Zweifel mehr. Какое же наше отношение к приходу Иисуса Христа на эту землю? Was für einen Bezug haben wir denn zum Kommen des Herrn Jesus Christus? Если мы смотрим, читаем, то мы видим, у людей оно было весьма разное. Wenn wir darauf schauen, dann sehen wir, dass eine unterschiedliche Wahrnehmung der Menschen stattgefunden hat. Я хочу прочитать три стиха с начала со второй главы Матфея. Ich möchte drei Verse lesen von Matthäus, Kapitel 2. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen. Где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Услышав это, Ирод, царь, встревожился и весь Иерусалим с ним. Als das der König Herodes hörte, erschrak und ganz Jerusalem mit ihm. Здесь очень интересные события. Hier sind so ganz interessante Ereignisse. Волхвы издалека увидели звезду. Weise aus dem Morgenland haben seinen Stern gesehen. Вот кто из нас видел звезду на небе? Wer von uns hat einen Stern im Himmel gesehen? Мы даже иногда в звездное небо видим, что даже что-то двигается, самолет, спутник, непонятно. Wir schauen manchmal im Himmel und wir sehen sogar, dass sich etwas bewegt. Ist es ein Flugzeug oder irgendein Satellit? Unverständlich. То есть, как можно следовать за звездой? Wie kann man einen Stern folgen? Дорогие братья и сестры, ну это невозможно. Ihr lieben Brüder und Schwestern, das ist unmöglich. На это нужно, ну, какое-то, ну, определенное откровение. Darauf braucht man eine besondere Offenbarung. Второй момент, пришли незнакомые люди в Иерусалим. Und der zweite Moment ist, es kamen unbekannte Menschen nach Jerusalem. Ну и судя по всему, там, где, ну, скопление людей, они начали спрашивать, где царь иудейский. Und wie es aussieht, sind sie in eine Menschenmenge gegangen und haben gefragt, wo ist der König der Juden? Мы видели его звезду. Wir haben seinen Stern gesehen. Ну кто бы на сегодняшний день отреагировал бы на это серьезно? Wer würde zur heutigen Zeit ernst darauf achten? Но мне почему-то кажется, что это были, ну, непростые ребята. Aber was mir scheint, das waren keine einfachen Menschen. Потому что это, ну, завело в какое-то
тут написано, что встревожился царь Ирод и весь Иерусалим с ним. Und hier ist gesagt, dass Herodes erschrak und ganz Jerusalem mit ihm. То это пришли какие-то люди, скажем так, на площадь. Lass uns mal so sagen, es kommen Menschen auf eine, auf, in einen Ort. И моментально распространяется слух о том, что произошло что-то серьезное. Und ganz plötzlich wird ein Gerücht ausgebreitet, dass hier etwas Ernstes passiert ist. И сказанное это людьми, оно даже не осталось без внимания царя. Und es wurde von Menschen gesagt, und der König hat darauf seine Aufmerksamkeit gelegt. Очень удивительно. Sehr verwunderlich. Но царь Ирод встревожился. Aber der König Herodes erschrak. И, судя по всему, эти волхвы шли очень долго за этой звездой. Und wie wir das sehen, sind die Weisen sehr lange diesem Stern gefolgt. Так как Ирод, он их, ну, потихоньку к себе призвал, so wie Herodes sie auch langsam zu sich rief, и выведал время появления этой звезды, und hat sich erkundigt, wann ist ihnen denn dieser Stern erschienen? Как это все интересно! Wie interessant ist das doch alles! Небо свидетельство о приходе Иисуса Христа. Der Himmel hat Zeugnis gegeben, dass Jesus Christus kommen wird. Ни пастухи не остались без внимания. Und die Hirten sind nicht unaufmerksam geblieben. Ихнее свидетельство принималось. Ihr Zeugnis wurde angenommen. И чужестранцы пришли, ну, в другую землю. Und Fremde kamen in ein anderes Land. И были приглашены к самому царю. Und sie wurden vom König dort eingeladen. Небо давало авторитет движению всем этим событиям. Der Himmel gab allem Autorität, all diesen Ereignissen Autorität. Насколько же все это чудно. Wie wunderbar ist doch das alles. Но Ирод, он все-таки с хитростью разведал по Писаниям, где все это должно произойти. Aber Herodes hat doch mit List sich alles erkundet, wo und wann es alles geschehen ist. И послал волхвов, чтобы он разведал, где этот царь иудей. Und hat diese Weisen dahin gesandt, damit sie erkunden, wo dieser König der Juden ist. И все же интересно, эта звезда именно там остановилась, и именно там был Господь. Und interessant ist, dass dieser Stern genau dort stehen geblieben ist und genau dort war der Herr. И вот эти люди, непростые люди. Und diese nicht einfachen Menschen. Я вот просто, ну, иногда размышляю. Und ich sinne manchmal nach. Ну вот сколько в Берлине на Александерплатце, ну, людей. Wie viele Menschen sind noch in Berlin auf dem Alexanderplatz? И что там только не рассказывают? Und was wird dort nur nicht erzählt? Или на Красной площади в Москве? Oder auf der auf dem roten Bereich in Moskau? И в что они там только не переодеваются? Und in was verkleiden sich die Menschen nur nicht? Но я думаю, никого не пригласили в Кремль. Ich denke, niemand wurde ins Kreml eingeladen. Также и на Александерплатце никто не попал в Бундестаг. Und auch vom Alexanderplatz ist keiner in den Bundestag gekommen. Но эти волхвы попали к царю Ироду. Aber diese Weisen, sie sind zum König gelangt. И они попали к этому младенцу, к его ногам. Und sie sind zu diesem Kind, zu seinen Füßen gelangt. Поклонились и принесли золото, ладан и смирну. Haben ihn angebetet und haben ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe geschenkt. Мало того, небо на этом не прекратило свою работу. Und darauf ist der Himmel nicht stehen geblieben. И ночью открыло этим мудрецам, что не надо им говорить, где находится младенец. Nachts haben die Weisen eine Offenbarung bekommen, sie sollen nicht sagen, wo dieser neugeborene König der Juden geboren ist. Я хочу сказать, дорогие друзья, ich möchte sagen, ihr lieben Freunde, что небо заботится о своих детях. Der Himmel kümmert sich um seine Kinder.
Небо видит движение каждого из нас. Der Himmel sieht die Bewegungen von einem jeden von uns. Иисус Христос сказал: у вас и волосы на голове все сочтены. Jesus Christus sprach sogar: eure Haare auf dem Kopf sind alle gezählt. Мы в надежных руках. Wir sind in sicheren Händen. Конечно же, царя Ирода с одной стороны можно и понять. Natürlich kann man Herodes von der einen Seite verstehen. Я немного читал за этого человека. Ich habe so ein bisschen über diesen Menschen gelesen. И этот человек, он сделал немало хорошего для иудеев. Dieser Mensch hat nicht wenig Gutes für das Volk der Juden gemacht. Он принес культуру от греков. Er hat die Kultur von den Griechen gebracht. Проложил канализацию. В общем, было все по последнему времени, hat так скажем, современно все сделал. Hat die Kanalisation durchgeführt und hat das Land aufgebaut. Он старался. Er hat sich bemüht. Но вот была у него некая ревность внутри. Aber innerlich hatte er einen Eifer. Не мог он переживать какую-то конкуренцию. Oder Neid, und er konnte keine Konkurrenz dulden. И всякие бунты или заговоры он просто пресекал на корню. Und bunte oder irgendwelche Gespräche, er hat sie einstellen lassen. И вот представляете, здесь появился у него где-то под носом как бы конкурент. Und jetzt stellt euch vor, unter sein oder vor seiner Nase ist eine Konkurrenz gekommen. Об этом даже иностранцы и необычные иностранцы свидетельствовали. Und von dem haben fremde Zeugnis abgelegt. Что здесь родился царь иудейский. Dass hier der König der Juden geboren wurde. И вот она ревность сыграла у этого человека. Und dieser Eifer, ist in diesem Menschen hat gespielt. Он хотел уничтожить всякого конкурента. Wollte seine Konkurrenz stürzen. Дорогие братья и сестры, ihr lieben Brüder und Schwestern, очень часто мы тоже стараемся, как царь Ирод. Häufig bemühen wir uns vielleicht auch wie der König Herodes. Мы стараемся отвоевывать какие-то территории, что-то улучшать. Wir bemühen uns, irgendwelche Gebiete zu erobern, etwas zu verbessern. Но бывает, что появляется конкурент. Aber es ist manchmal so, dass eine Konkurrenz auftretet. Это, ну, нехорошо, это ладно, если это человек. Das ist, wenn das ein Mensch ist. Но очень часто Бог говорит через слово. Aber häufig sagt das Wort Gottes durch das Wort. Очень часто Дух Святой говорит в твоем сердце. Und häufig spricht der Heilige Geist in deinem Herzen. Что вот тут и тут есть место царю иудейскому. Hier und hier ist Platz dem König von Juda. И очень часто мы переживаем это весьма болезненно. Und häufig erleben wir das sehr schwer. И не можем дать простор действию Духу Святого в нашем сердце. Und wir können diesen ganzen Freiraum des Wirkens des Heiligen Geistes nicht geben. А нашими поступками, поведением, иногда просто даже мыслью. Und manchmal mit unseren Handeln, unserem Verhalten, sogar mit unseren Gedanken. Образно говоря, мы посылаем вырубать младенцев от двух и ниже. Symbolisch gesagt, senden wir ein Kindermord von 2 und kleiner Jahren. Конечно же, Ирода можно и понять. Natürlich, Herodes kann man von der einen Seite verstehen. Но царь иудейский пришел по праву в этот мир. Aber der König der Juden ist nach dem Recht in diese Welt gekommen. И он не претендовал на царство царя Ирода. Und hat sich nicht als König von also auf den Stelle von Herodes gestellt. Но эти ясли претендуют на место в наших сердцах. Doch diese Krippe, sie hat Anspruch in unseren Herzen. Мы все уже, конечно, слышали это выражение. Wir haben natürlich schon alle diesen Ausdruck gehört. Как, знаете, ясли вместили того, кого не может вместить весь мир. Die Krippe hat den Raum gegeben, wo die ganze Welt nicht fassen kann. Дорогие братья и сестры, давайте мы будем давать этому младенцу вырастать в наших сердцах. Brüder und Schwestern, lasst uns diesem Kind
diesen Raum geben zu wachsen in unseren Herzen. А там нету предела совершенства. Und dort gibt's keine Grenzen der Vollkommenheit. Ну вот интересно насчет этих мудрецов. Und interessant ist bezüglich diesen Weisen. Эти мудрецы же, они принесли некий пророческий смысл. Die Weisen haben einen prophetischen Sinn mitgebracht. Как я уже сказал, люди серьезные, непростые. Das sind ernste, keine einfachen Menschen gewesen. Бросили свои дела и заботы. Sie haben ihr Werk und ihre Sorge hinterlassen. Ну, я боюсь ошибиться, но думаю, в течение двух лет они шли в сторону младенца. Also ich fürchte mich ein bisschen zu irren, aber ich denke, so zwei Jahre waren sie unterwegs. Они были настойчивы в том, во что призвал их Бог. Sie waren fest darin, wozu der Herr sie berufen hat. И вот представляете, они принесли вот эти три вещи. Und stellt euch vor, sie haben diese drei Gegenstände oder Sachen mitgebracht. Золото, ладан и смирн. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Как вот я читал, wie ich gelesen habe, это как бы, ну, некие образы. Das sind alles Symbole. Золото – это как признание Иисуса Христа как царя. Gold ist wie die Anerkennung Jesus Christus als König. Ладан. Weihrauch. Ладан – это такая субстанция, которая, ну, в богослужении курение, да? Das ist so eine Substanz, die im Dienst als Rauch. И вот интересно, да, вот интересно, вот эту смолу, когда поджигали, interessant ist, wenn dieses dann angezündet wurde, и священники ходили и кадили богослужение в храме, und die Priester sind rumgelaufen und haben das dann damit rumgeweht, то вот это смолообразное вещество, dann ist dieses Mittel, оно как бы, ну, курилось, es hat geraucht, ну, источало благоухание. Und hat einen Wohlgeruch ausgegeben. И оно даже сопровождалось таким потрескиванием. Und es hat sogar so ein Knirschen begleitet. И говорят так, что вот это благоухание, оно впитывалось в одежду, в волосы. Und es ist, wurde gesagt, dass dieser Wohlgeruch sich eingedrungen hat in die Kleidung, in die Haare. Неся за собой свойства, ну, примерно как парфюм. Und hat so den Anschein wie ein Parfüm heute. Насколько же это было похоже на жизнь Иисуса Христа. Wie ähnlich war es doch dem Leben Jesu Christi. Мы же знаем, да, если кто-то в комнату зашел надушенный, да? Wir wissen ja, wenn jemand ins Zimmer kommt und duftet, сразу чувствуется, ага, ну, здесь кто-то пришел. Man spürt gleich, okay, jemand ist hier dazugekommen. Ну, когда нога Иисуса Христа ступала какого-то селения или города, wenn aber der Fuß Jesu Christi in eine Stadt oder ein Dorf gelangt ist, то там производило это все движение. Dort wurde eine Bewegung erzeugt. Люди начинали спрашивать, кто это? Die Menschen haben angefangen zu fragen, wer ist das? Да, что он делает? Was macht er? Я тоже хочу к нему. Ich möchte auch zu ihm. Мне так радостно его слушать. Ich freue mich, ihn zu hören. И вот люди, которые слышали Иисуса Христа, und die Menschen, die Jesus Christus gehört haben, все же вот это, вот это курение, dieser Wohlgeruch, вот это благоухание и арома, diese Aromen, негативно или позитивно, ob's negativ oder positiv ist, оно впитывалось внутрь человека, es wurde in das Inneres des Menschen aufgenommen, и во многих производило просто глобальные изменения, und in vielen hat es globale Veränderungen erzeugt, и третье вещество это смирна. Und die dritte, der dritte Gegenstand ist Myrrhe. Смирна – это горькие травы. Myrrhe ist eine bittere Pflanze. Это пророческий образ о его страдании. Das ist ein prophetisches Sinnbild von seinen Leiden. Написано, что Иисус Христос был обезображен почти всякого человека на земле. Es ist geschrieben über ihn, dass er verunstaltet wurde. И все это для тебя и меня. Und all das für dich und für mich. Слава Иисусу Христу. Preise Jesus Christus. Знаете, я бы уже хотел заканчивать эту проповедь. Wisst, ich möchte diese Predigt schon zu Ende führen. Но все же мы больше ничего нигде не находим, что произошло с этими мудрецами. Wir sehen nicht mehr weiter.
weiter, was mit diesen Weisen passiert ist. Мы ничего не находим, что произошло с эфиоплянам казначеем. Wir wissen nicht, was mit den Äthiopiern passiert ist. Мы даже не знаем, что произошло потом с Вартимеем. Он тоже пережил исцеление. Und wir wissen auch nicht, was mit Bartimäus, der auch eine Heilung erlebt hat, passiert ist. Волхвы произвели такое пророческое изречение жестами. Die Weisen haben eine prophetische Prophezeiung übergeben in der Handlung. Aber wir wissen nicht, was mit ihnen später passiert ist. Häufig wird über Zacchaeus gepredigt. Gott hat in ihm ein ernstes Werk vollbracht. Aber was ist mit Zacchaeus später passiert? Когда младенец рождается у нас в сердце, wenn dieses Kind in unserem Herzen geboren wird, все же нужно ему больше и больше места расти. Und er muss wachsen und er braucht mehr Platz. Я не хочу ошибиться. Ich möchte nicht fehlen. Но я думаю, из всех героев, которые пережили что-то с Иисусом Христом, aber ich denke, alle Helden, die etwas mit Christus erlebt haben, с апостолами или, может быть, даже мы, mit den Aposteln oder wir, не все дают место этим яслям. Nicht alle geben Raum dieser Krippe. И, возможно, кто-то охладевает. Und wohl möglich wird auch jemand erkaltet. Три мудреца. Не факт, что каждый из них, ну, стал спасенным человеком в процессе. Die drei Weisen, es ist kein Fakt, dass alle errettete Menschen geblieben sind im Prozess ihres Lebens. Возможно, что-то плохое потом произошло. Wohl möglich ist später auch was Schlimmes passiert. Возможно, и Закхея на старую дорогу перетянули. Wohl möglich ist auch Zacchaeus in die alte Lebensweise gestürzt. Он-то сидел при кассе. Er sitzt ja bei der Kasse. А тут уже надо раздавать. Und hier muss er schon geben. И я думаю, есть такие специалисты, кто предлагали ему обратную дорогу. Und ich denke, es gab solche Spezialisten in seinem Leben, die ihm angeboten haben, wieder zurückzukommen. А что же с нами, дорогие друзья? Was ist aber mit uns, ihr lieben Freunde? Очень часто бывает так, что и у нас настают холодные времена в нашей жизни. Häufig ist es auch bei uns, dass so kalte Tage anbrechen. Как нам поступать? Wie sollen wir handeln? Вот совсем недавно было откровение. Vor kurzem war eine Offenbarung. Один человек видел одно видение. Ein Mensch sah eine Vision. Это была свечка. Das war eine Kerze. Ясно горящая свечка. Sie hat ganz klar gebrannt. Но воск на этой свечке был как бы застывший. Aber diese Kerzenschmalz, er war wie getrocknet oder kalt geworden. И в этом видении появляется кисть руки с зажженной спичкой. Und in dieser Vision ist eine Hand erschienen mit einer brennenden, mit einem brennenden Streichholz. И видение пропадает. Und die Vision, sie hört auf. Как бы холодная свечка, но горит. Wie eine kalte Kerze, aber sie brennt. И понимание о том, что кисть руки с зажженной спичкой. Und die Offenbarung, dass die, die Hand mit dem brennenden Streichholz. Этот человек начал размышлять и спрашивать у Бога, вразуми, что бы это могло значить. Und der Mensch hat angefangen nachzusinnen und fragt dem Herrn, was kann denn das bedeuten? И у этого человека, ну, всплыло место священного писания из Нагорной проповеди. Und bei diesem Menschen kommt eine Schriftstelle aus der Bergpredigt. Никто зажегши свечу не ставит ее под сосуд. Niemand, der eine Leuchter anzündet, stellt diesen unter den Scheffel. Что произойдет, если мы поставим свечу под сосуд? Was wird passieren, wenn wir eine angezündete Kerze unter den Scheffel stellen? Горение происходит посредством сжигания кислорода. Feuer wird erzeugt, indem Sauerstoff hinzugefügt wird. Если свечку поставить под сосуд, кислород кончится и она потухнет. Wenn du eine Kerze unter einen Behältnis stellst, dann wird Sauerstoff verbraucht und die Kerze erstickt. И этот человек, который видел видение, он получает вразумление. Und dieser
jeder Mensch, der diese Vision sieht, bekommt eine Offenbarung. Что даже тот человек, который поставил свою свечу под сосуд и она потухла. Sogar der Mensch, der seine Kerze unter ein Gefäß gestellt hat und es ausgelöscht wurde, Господь силен ее зажечь опять. Gott hat die Kraft, diese erneut anzuzünden. Насколько бы мы ни стали холодные, дорогие друзья. Ihr lieben Freunde, wie wir auch erkaltet sind. Эта кисть руки находится возле свечки каждого из нас. Diese Hand mit dem Streichholz ist neben uns allen. И Бог силен зажечь каждое сердце. Und Gott hat die Macht, jedes Herz anzuzünden. И если в сердце стало мало места для яслей и младенца. Und wenn in unserem Herzen wenig Platz ist für diese Krippe des Kindes. То зажегшая свеча, она может дать место возрастания Иисуса Христа в нас. Dann kann diese angezündete Kerze erneut Raum schaffen für Jesus Christus in uns. Каждый из нас может приходить Богу в любое время. Jeder kann zu Gott zu jeder Zeit kommen. И Господь обязательно даст эту искру. Und Gott wird unbedingt diesen Funken geben. И возможно, он понесёт нас в мир и будет светить людям. Und womöglich wird uns tragen und den Menschen scheinen. Потому что сам Иисус Христос сказал: «Вы есть свет мира». Weil Jesus Christus selbst sprach: «Ihr seid das Licht der Welt». Да светит ваш свет всем людям, видя ваши благие дела. So soll euer Licht leuchten allen Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Давайте придем к Богу с молитвой. Lasst uns zu Gott hinzutreten mit Gebet. Чтобы Бог зажег наши свечи. Damit Gott unsere Kerzen anzündet. И чтобы мы давали место возрастания младенца в наших сердцах. Und damit wir Raum diesem Kind geben zu wachsen in unseren Herzen. Встанем на ноги, помолимся. Lasst uns aufstehen und beten.